Bevor es losgeht, 23.30 Uhr bin ich wie immer live auf Twitch. Erster Link in der Beschreibung oder hier dieser Link. Und wir gucken mal, was heute so rauskommt. Kommt gerne vorbei. Ja, und jetzt rein da bei Vega. Was geht ab, meine Freunde? Und herzlich willkommen zu einem Donnerstagnacht-Video. Ich freue mich sehr. Wir haben eine, ich weiß gar nicht, ob es die letzte Single ist von Vega. Auf jeden Fall ist es das Outro, soweit es bei Insta, glaube ich, stand. Und ja, ich glaube, das Album müsste jetzt auch bald kommen. Ne? Sehr, sehr geil, sowas am Start des Jahres zu haben. Was ist euer Favorite bisher gewesen? Von mir war auf jeden Fall Teleskop mit Christoph und WSSNMB. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ich glaube schon. Ich muss sagen, die beiden Songs haben mich abgeholt, wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, eigentlich waren alle Releases stark. Der Song mit Liz war hart, der war nice, gute Abwechslung, finde ich. Und ja, ich bin mal gespannt, was wir hier bekommen. Und zwar, wie gesagt, soweit ich das gelesen hatte, war das Outro, Teil von mir. Du bist ein Teil von mir. Anu Beats und Effe haben das produziert. Mix Master ist natürlich von Effe selbstverständlich und das Video ist von Lukas Schwan. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir rein. Teil von mir. Okay, das klingt schön. Ey, was uns aufgefallen ist, aber das, also ein paar Kommentare meinten auch, dass das eigentlich schon immer so gewesen ist. Vega hat auf diesem Album oder in den Release-Singles bisher sehr oft den Himmel erwähnt, sehr oft Dinge, die, sag ich mal, mit dem Himmel zu tun haben, Teleskop zum Beispiel auch, ne? Und er redet auch sehr häufig über den Tod. Ja, das ist mir so aufgefallen bei den Releases und keine Ahnung, was das bedeutet. Beschäftigt ihn anscheinend sehr. Oh. Ein schönes Klavier. Oh. Oha. Boah, okay. Man hört ganz klar, jetzt kommt der Übergang. Man hört, da ist ein Klavier auf jeden Fall, aber da ist auch noch so ein Pad drüber. Und dieses Pad ist natürlich für so eine schöne Fläche, sag ich mal, für die Atmosphäre. Aber man hört, wie in den Höhen halt langsam immer mehr zu hören ist. Und das ist wie so ein Übergang gerade. Okay, schön. Ich erinnere mich genau. 100 Jungs mit Alphas in einem Schimmer voller Rauch. Ich erinnere mich genau. Wie ihr immer wieder lauft. Ich erinnere mich genau. Scheinbar gibt es niemand, der uns hört, deshalb singen wir so laut. Sie springen dann die Klinge in seinem Bauch. Ich erinnere mich genau an das erinnert mich jetzt an den Frankfurt ist raus Song, der ja von der Thematik her auch ja Hooligans und so weiter war, ne? Tatsächlich. Okay, das klingt ein bisschen so danach, aber könnte auch Straßengeschichte sein natürlich, ne? Aber das mit dem Rauch gerade eben und so, das würde ich halt eher so zu Stadien ne und so weiter glaube ich. Klinge in seinem Bauch. Sehen. Ich erinnere mich genau. Ein paar Bilder sind nur grau. Es ist Messer. Nicht mies, wie ich scheinbar jeden hasse, der dich nicht liebt. Oh. Und manche haben ihren Stolz verloren in all den Jahren, mein Bruder, aber nicht sie. Aber nicht sie. Und das wisst ihr auch, ich erinnere mich genau an die Action mit den Cops und zu siebt im Bau. Meint er die Stadt damit? Kann das sein? Dass er halt, wie gesagt, absoluter Lokalpatriot ist und ne, und so weiter. Ist das, glaube ich, auf die Stadt bezogen, oder? Und das wisst ihr auch. Ich erinnere mich genau an die Action mit den Cops und zu siebt im Bau. Gib mir noch eine letzte Kippe und dann bin ich raus. War nicht immer leicht mit dir. Doch jeder Stein in dieser Stadt ist ein Teil von mir. Okay. Jeder, ja, okay, ist auf die Stadt bezogen. Boah, schön, schön umgesetzt. Hat was. Sehr, sehr nahe Beziehung anscheinend. Sehr. Bleib ich hier. Okay. Wo das Licht rot und Straßen laut sind, hellwache, müde Augen. Ist ein Ort, was so zu Hause. Du bist für immer ein Teil von mir. Deshalb bleibe ich hier. Keine Stadt auf dieser Welt war so daheim wie hier. Doch deshalb bleibe ich hier. Boah, ich muss sagen, ich finde den Beat unglaublich schön, weil mal hat man keine Drums, dann hat man Drums drin, hat direkt so eine Steigerung und eigentlich kann man die Drums dann einfach wieder weglassen und dann klingt es einfach wieder super schön und atmosphärisch. Ne? Sehr, 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 sehr schönes Ding, Alter. Okay. Hook finde ich auch sehr schön, muss ich sagen. Mit 1000 Stichen in mich eingraviert, damit sie wissen, du bist für immer. Ich bin echt neidisch auf Menschen, die wissen, wo ihre...
wie soll ich sagen, ihre Heimat ist, wo sie hingehören. Irgendwie weiß ich das nicht. Finde ich echt schön. Zeit von mir. Der letzte Sommer war kalt. Meine Stadt ist ein gesonderter Fall. Hör Mama sagen, wenn du rausgehst, trag deine Madonna am Hals. Ich erinnere mich genau an die Wege, wenn es knallt. Das Pfeffer in der Kehle und im Hals. Einer ganzen Gegend gibst du Halt. Dein Herz in der Kurve, deine Seele liegt im Wald. Okay, Pfefferspray natürlich. Und in der Kurve ist natürlich dann auf Stadion bezogen. Ne? Okay, also man versteht. Also ich sag mal so, ich habe nichts, ne, mit Fußball und allem und so weiter zu tun und so weiter. Aber man spürt diese Leidenschaft. Ne? Wie gesagt, ist jetzt der zweite Song auf jeden Fall. Für Frankfurt natürlich. Und ja, man merkt auf jeden Fall diese Liebe zu der Stadt. Und ja, diese Liebe auch zu dem Fußball, beziehungsweise halt zu dem, ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Ja. Die wollen mit aller Macht Top-Hits schreiben. Ah, yeah. Ich will mit aller Macht trocken bleiben. Boah. Ist traurig, oder? Boah, die Zeile hat gehittet, Mann. Also ich muss sagen, Gott sei Dank, ich bin recht einfach und recht schnell vom Alkohol weggekommen. Also so im Nachhinein muss ich sagen, ich habe auch ein ganz, ganz schlimmes Alkoholproblem gehabt, so in meinen 20ern, Anfang 20. Da war wirklich 5-mal die Woche, aber bis zu Besinnen, also ne, das war echt nicht cool, Mann. Und ich muss sagen, zum Glück bin ich da einfach so, ich habe einfach aufgehört, feiern zu gehen und damit war das Thema dann auch für mich durch, zum Glück, ne. Aber das klang gerade, puh. Das ist traurig, oder? Boah. Ist traurig, oder? War nicht immer leicht mit dir. Doch jeder Stein in dieser Stadt ist ein Teil von mir. Deshalb bleib ich hier. Ich finde, er macht das auch schon bei den anderen Singles sehr krass, indem er Worte wiederholt oder so, ne? So ganz still und dann einfach, ist das nicht traurig? Und dann denkt man nochmal drüber nach und dann, ja, ist es auf jeden Fall. Und mir tut jeder leid, der egal welche Sucht oder Probleme oder sonst was hat, Mann. Ich hoffe, ihr kommt alle klar, Mann. Und ihr seid nicht alleine, okay? Ihr seid nicht alleine. Wo das Licht droht und egal, Straßen laut sind. Hellwache, müde Augen. Ist ein Ort, war so zu Hause. Du bist für immer ein Teil von mir. Doch deshalb bleib ich hier. Keine Stadt auf dieser Welt war so daheim wie hier. Doch deshalb bleib ich hier. Deine Geschichten mit tausend Stichen in mich eingraviert. Damit sie wissen, du bist für immer ein Teil von mir. Auch wie er das so mit den Narben und mit den Stichen und ne, so die ganzen Sachen, der hat so eine unglaubliche schöne Art, Straßenpoesie einfach rüberzubringen, ne. Also wenn ich jetzt heutzutage, also wenn ich mal vergleiche, ne, wenn ich bei anderen sage, so, ja, mir geht die Wortwahl einfach auf den Sack, so, ich kann nicht die ganze Zeit spanisch-französische Wörter oder so hören, während wir halt in Deutschland sind, wisst ihr, so, und bei Straßensongs finde ich es halt, bei Partysongs oder so, okay, ne, bis zu einem gewissen Grad finde ich es auch noch cool, so, aber bei Straßensong denke ich mir halt immer wieder so, ja, du willst doch eigentlich das repräsentieren, was dir passiert und du willst doch real und authentisch sein. So, ich glaube nicht, dass ihr da Spanisch und so miteinander redet, glaube ich nicht, ne? Und bei Vega ist einfach so ein Ding, ich glaube dem halt einfach alles, dieser ganze Hustle, dieser Struggle, bei Teleskop, diese zwei Thematiken, die wirklich sehr, sehr traurig waren, so, der ist einfach real und er bringt es halt einfach so rüber, dass es, ja, dass niemand jetzt kommen könnte, so von wegen, bist du weich, du hast Gefühle. Nee. Nee, das hat nichts mit weich zu tun. Also, das ist Stärke, was er hier raushaut, Mann. Und gerade auch das mit dem Trockenbleiben und so weiter, sowas so offen zu sagen, so, ne, das ist schon Respekt. Respekt. Unglaublich schöner Beat. Sehr atmosphärisch. Das ist ja cool gemacht. Also, laut Website kommt das Album am 2. Februar. Oha, das ist ja schon sehr, sehr nah. Freue ich mich drauf. Freunde, ich wünsche euch einen schönen Abend.
bleibt gesund und kommt gerne vorbei, 23:30 Uhr. Wir gucken mal, was heute rauskommt. Peace.